Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill 3. Viele von euch haben ja eigentlich mal gewartet, bis ich hier mal weitermache, ne? Und, ja. Das mache ich jetzt auch. Ich muss mich erstmal ein bisschen wieder zurechtfinden, weil ich habe ja lange Zeit eine Silent Hill Pause eingelegt. Warum? Weil ich, nebenbei noch was anderes am Spielen war. Ich habe mein Headset aber ganz schön laut gedreht hier. Lauter Ton. So, ich habe so irgendwie rein gar nichts mehr. Wie soll ich da den Boss noch platt machen können? Wie soll ich überhaupt noch irgendwas schaffen? So, habe ich eine Karte? Ach ja, genau. Da war ja was. Oh, hübsch. Wie komme ich hier weiter? Ich renne jetzt einfach meinen Tod. Was ist das hier? Gar nichts. Meine Güte. Wer bin ich? Wo bin ich? Und was bin ich? Soll das zahlen? Was ist das? Aha. Okay. Scheiße. Scheißendreck. Oh, hallo Freund. Guten Tag. Der... Hohoho, was hat denn da so gescreamt? Ey, scheiße, Mann. Wow. Super geil. Ich habe in den letzten Tagen, ich habe so oft super geil gesagt, ne? Das glaubt ihr gar nicht. Wisst ihr, was ich davon halte? Ich finde das super geil. Habe ich irgendwas übersehen? Was ist das hier? Aha, aha, super gut, super geil, super geil. Was? Es gibt keine Religion, die nach ihrer Gründung keine Änderung erfahren hätte. Auch diese ist keine Ausnahme. Als diese Religion, ich weiß gar nicht, ob ich das schon gelesen habe, egal, ich lese nochmal. Als diese Religion in die Hände von Einwanderern fiel, wurde sie stark von ihren ursprünglichen christlichen Glauben beeinflusst. So wurden den traditionellen Vertretern dieses Urgottes die Namen und Beschreibung von christlichen Engeln zugeordnet. Auf diese Weise beginnen gemeinsame Charakteristika aufzutreten. Es gibt ein seltenes Beispiel, in dem der oberste Gottheit, in Klammern, Schöpfer des Paradieses, Klammer zu, oder, Klammer auf, nein, gar nicht wahr, es ist keine Klammer. Es ist wieder spät, es tut mir so leid, es ist spät, sorry. Oder Herrin der Schlangen und Schilfrohre, den Namen eines Dämons erhielt. Dies war jedoch natürlich nicht das Werk der Gläubigen, sondern ihrer Gegner. Yay. Was ist das hier? Keine Ahnung. Ich glaube, das habe ich schon gelesen. Darüber sieht auf Zeit. Ja, genau, das hatte ich ja schon. Ladies and Gentlemen, ich komme mal wieder nicht weiter. Schon scheiße, dass Mathisel jetzt gar nicht hier ist. Das wäre ja mein laufendes Lösung. Oh mein Gott, Alter! Wäre mein laufendes Lösungsbuch. Geh mir mal aus dem Weg, Alter. Oh, Alter. Ist aber unhöflich von dir. Sowas macht man nicht. Aha. So. Das habe ich aber auch noch nicht ausprobiert, oder? Ne, ich glaube nicht. Ja, sehr herrlich. Quick Save. Okay. Aha, aha, aha. Ah, sieh mal einer an. Ah, so ist er. Ah, wunderschön, ja. Nervige Geräusche. Das liebe ich ja so sehr. Ah, scheiße. Ich werde draufgehen, das weiß ich jetzt schon. Ich werd... Oh mein Gott, der Wichs ist ja gerannt. Oh, was ist denn hier los? Wer macht denn hier so ein schickes Barbecue? Schön. So. Okay. Was ist das? Drawing Block. Das ist mein Skizzenbuch von vor 17 Jahren. Auf dem Umschlag ist eine Zeichnung von Papa. Echt nicht gut. Wie kommt das denn hierher? Komisch. Was ist denn da so drin? Oh, voll der Roman. Die Tür klappert zwar, doch sie sitzt fest. Verbirgt ein Geheimnis vor dir und auch dem Rest. Du wirst wohl denken, was könnte es sein? 5 magische Karten lassen dich hinein. Was tun mit all diesen, höre ich dich fragen. Ich sag's dir ganz direkt und ohne dich zu plagen. Aber du musst schon bitte sagen. Eines musst du wissen, gleich zu Beginn. Das ist etwas in jeder Reihe drin. Da ist etwas in jeder Reihe drin, Entschuldigung. Ja, und es ist denn,
Ja, und ist es denn zu fassen? Drei würden einfach nicht passen. Der kopfstehende Mann, tief unter Grund, rechts von ihm, links von ihm, da ist niemand. Und lass ihn allein, sind seine Tränen auch profund. Oh. Hoch am Himmel der Mond steht, voll oder halb, bevor er untergeht, wie eine Krone funkelt Licht über dies verrückte Clownsgesicht. Euer Exzellenz, ich muss euch loben, ihr betet zu Gott nach oben. Darf ich es wagen, euch zu fragen, warum ihr blickt in den Himmel, zur Nacht niemals schlaft, sondern immer wacht? Weißt du es jetzt? Du hast es nicht vergessen. Einen wichtigen Punkt darfst du nicht auslassen. Super reimt. Und nun zum Schluss, bevor du dich dran wagst, hier noch ein Tipp, damit du hoffentlich nicht versagst. Unheimlich und abscheulich das Ding in der Nacht, lasse Vorsicht walten, recht lass unbewacht. Rechts lass unbewacht, Entschuldigung. Es ist zu deiner Linken, so handle mit Bedacht. Du wirst also die Tür öffnen. Ich bin sicher, dass es da jenseits nichts gibt als furchterregende Gefahr. Oh, vergiss es doch. Komm, spielen wir. Sonst bin ich wieder ganz allein mit mir. Und mit diesem wunderschönen Gedicht heiße ich euch herzlich willkommen zu einem unmachbaren Rätsel für den King von Spielen, wo man Hirn braucht. Und zwar mit mir. Das Kritzeln auf dem Boden ist von Alessa. Aus irgendeinem Grund hat sie immer nur solche Monster gezeichnet, wenn sie alleine war. Tja, Alessa ist nun mal so. Okay, wie viele Tarotkarten habe ich denn? Eins, zwei. Oh, was? Was? Ich habe nur. Was? Ich habe nur zwei? Ich brauche doch fünf? Oh, Mutti. Ist hier noch irgendwas? Was war das? Ich muss aufhören, irgendwas permanent einzusammeln. Was war das? Um Himmels Willen, was zum Teufel war das? Was habe ich gerade eingesammelt? Oh mein Gott. Ich habe jetzt irgendwas eingesammelt und ich weiß nicht was. Leck mich an der Füße. Was, vielleicht eine Batterie oder was? Ach, keine Ahnung. Draufgeschissen. Ein kleiner Safer. Den werde ich nicht missen. Habe ich da gerade so eine Schmetterling-Dings? Nein, was ist denn hier? Mann. Ein Notizbuch, da steht was drin. Sie ist direkt hinter der Tür. Ich weiß nicht wie, aber ich kann es fühlen. Aber sie ist da nicht alleine. Ich fühle eine sehr gefährliche, sogar abscheuliche Präsenz. Oder vielleicht, wie sie Gott nennen. Was sie Gott nennen, Entschuldigung. Trotzdem werde ich die Tür öffnen. Genug von diesem müßigen Geschwätz. Ich bin kein Gott, aber ich werde Claudia retten. Nein, alle. Der letzte Eintrag wurde vor etwa 17 Jahren geschrieben. Und da ist Papas Unterschrift. Wie kommt dieses Notizbuch hierher? Strange, strange. Oh, hier hängen übrigens Alessas Klamotten. Oder von Cheryl. Oder von Heather. Oder von allen anderen. Wieso gibt's hier nichts zum Heilen? Ich meine, gut, ich habe noch eine Ampulle in der Hand, ne? Aber, naja. Ne? Gut, ich mache hier einfach mal so ein Quicksave. Da liegen Karten auf dem Boden. Scheiß drauf. Da liegen Karten auf dem Boden, hebt sie auf. Verwendet sie als Tarotkarten. Okay, das bringt mich jetzt nicht weiter. Also, ich hoffe, ich habe das richtig verstanden, dass ich noch drei weitere Karten brauche. Und ja, die werde ich jetzt mal in den nächsten 5 Minuten suchen. Ah, dieses Geräusch. Lass mich mal vorbei, bitte. Dankeschön. Oh, geh weg. Wahnsinn. Ach ja, das ist ja. Ne, Quatsch, der ist oben gewesen. So, okay. Kontrollieren wir mal diese Tür hier. Ah, sie ist offen. Herrlich. Hier ist eine Tür. Okay, hier geht es auch noch weiter. Komische Geräusche. Aha, oho, aha. Was haben wir? Aha, schön, aha. Hallo? Vielleicht. Nein, eindeutig tot. Okay, gut. Dann bist du halt tot. Aha, der Gehängte. Schönes Ding. Was ist das? Munition! Ich brauche aber was zum Heilen. Bitte. Das wäre super, super, duper freundlich. So, und dann speichern wir einfach mal hier, weil ich habe jetzt meine dritte Tarotkarte. Zwei fehlen noch. Super. Oh. Ich wollte gerade sagen, ein Nonsensgang. Wahnsinn. Was es hier alles gibt. Interessant. Batterien für den Elektroschocker. Ich glaube, muss mich echt mal informieren, ob sich das mit dem Elektroschocker wirklich lohnt. Weil wenn das Ding Batterien hat, dann weiß ich nicht. Er sieht wie im Papas Zimmer aus. Mehr als nur ähnlich. Papa schläft aber nicht auf in dem Bett. Okay.
Aber da lag ein Buch. Auf dem Bett, meine Fresse, auf dem Bett liegt ein muffiges Tagebuch. So. Diese Schrift, ist das Papas Tagebuch? Warum ist das hier? Manchmal habe ich selbst jetzt noch das Gefühl, dass das Mädchen eine reine Reinkarnation von Alessa ist. Aber darüber mache ich mir jetzt keine Gedanken mehr. Das ist alles vergeben. Chef, lern lesen. Du warst ungeliebt, Cheryl. Oder war das Alessa? Jetzt ist Cheryl wieder Alessa. Ganz gleich, wessen Reinkarnation sie sein mag. Sie war mein liebster Schatz. Aber der Name war ein Fehler. Damals sah ich in ihr nur einen Ersatz für meine verlorene Cheryl. Wenn sie die Wahrheit kennt, wird es ihr unangenehm sein. Das macht mir Sorgen. Danke, Papa. Also war ich tatsächlich Alessa. Aber mir bleibt nur eine Spur von einer weiteren Erinnerung. Ich habe meine gütige und sanfte Mutter nicht vergessen. Wayne, der Wayne-Train, fährt rüber zu dem Mount Whateverest. So, ich krieg das Kotzen in diesem Zimmer. Ach, dann halt wieder raus. Oh nein. Jesus fucking Enterprise. Oh nein, das ist ja noch einer. Bin ich in Panik geraten? Ich glaube ja wohl eher nicht. Kann ich noch weiter runter? Damn! Shit. Hohoho. So. Fuck. Also mir fehlen noch zwei Tarotkarten. Und das ist... Nein, ich habe da eine Tür übersehen. Ich habe da sogar zwei Türen übersehen. Oh, Mann, oh. Penis. Ich werde sterben. Oh, ja, so erst recht. So. Okay, dann machen wir nochmal eine kleine Fahrt nach unten. Oh mein Gott. Jetzt habe ich mich aber erschrocken, ey. auch wenn ich es nicht gesehen habe, ich bin nochmal mächtig zusammengezuckt hier. Meine Fresse. Okay, hier lang. So. So, an der Tür war ich noch nicht. Okay, die ist zu. Guti. Dann wollte ich da rein, dahin und da ist noch eine Tür. Okay. Und zwar bei dem Tarotkarten. Fällt dir. Sieh's. Ah, dieses Geräusch regt mich so dermaßen auf, ey. Ich komme an denen auch nicht sicher vorbei, ey. Das gibt's nicht. Scheiße nochmal. So. Ja, herrlich! Hallo! Auch schön, euch zu sehen. So, was ist denn hier? Mhm, aha. Oh, eine weitere Tür. Schön. Oh, ein ewig verfickt langer Gang. Wie viel Zeit habe ich noch? Geh weg, oh nein! Diesen Fußsprung kommen wir mal näher. Was ist hier los? Ja, dann lauf mal ein bisschen schneller, bitte. Mhm, aha! Oh, hab ich Gänsehaut. Okay, sie ist gegen die Wand gelaufen und dabei gestorben. Todesursache festgestellt. Aha, was ist denn mit denen da los? Cool. Ja, uns geht die Zeit leider aus, aber ich werde hier mal komplett speichern, also einen richtigen Save machen. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Part wieder dabei. Wie ihr seht, ist der ganze Part doch nicht ganz unsinnig gewesen, denn wir sind ja ein kleines Stückchen weitergekommen und wir befinden gerade in der Kirche laut Speicherstand und ja, also bis dahin, euer Sparrix, Toodaloo!